Katze ist nachtaktiv. Was tun? Wer eine Katze hat, der braucht keinen Wecker. Das hört man des Öfteren. Und tatsächlich ist es so, dass viele Katzen ihre Besitzer nachts um den Schlaf bringen. Es wird lautstark miaut, die Pfoten landen im Gesicht von Herrchen oder Frauchen und es wird randaliert. Einige Katzen wollen scheinbar einfach nicht akzeptieren, dass Menschen nachts schlafen. Wenn du das kennst, dann geben wir dir jetzt Tipps dazu, wie du damit umgehen kannst. Als erstes, die Ursachen verstehen. Sobald die Dämmerung beginnt, sind Katzen von Natur aus auf der Jagd nach Beute. Die meisten Katzen gewöhnen sich aber schnell an die Schlafgewohnheiten ihrer Besitzer. Anstrengend kann es werden, wenn die Samtpfote nachts an den Türen kratzt oder anfängt, deine Wohnung umzudekorieren. Das kann schon so einige Nerven kosten. Neben der naturbedingten Nachtaktivität kann sich hinter dem nächtlichen Terror auch die Suche nach Zuneigung verbergen. Wenn du deine Tür zum Schlafzimmer nachts geschlossen hältst, dann wird deine Katze sich vielleicht nicht aufsperren lassen und wird auch so schnell nicht aufgeben. Als zweites, versetze dich in die Lage deiner Katze. Würdest du es nicht auch seltsam finden, wenn die Schlafzimmertür tagsüber geöffnet, aber nachts zu ist? Durch Kratzen und Miauen an der Tür wird deine Katze ihr Unverständnis zeigen. Trotz alledem solltest du konsequent die Tür geschlossen halten, wenn du nicht möchtest, dass deine Katze ins Schlafzimmer kommt. Nur dann wird sie es früher oder später akzeptieren können. Als drittes, Katzen haben einen eigenen Rhythmus. Katzen schlafen etwa 15 Stunden am Tag. Diese Schlafphasen nehmen sie nicht am Stück, sondern haben viele Wachphasen zwischendurch, in denen sie essen oder spielen. Wenn ihr schon einige Zeit zusammenlebt, dann hat sich deine Katze vermutlich schon an deinen Rhythmus angepasst und verteilt ihre Schlafphasen eher auf die Zeit, in der du arbeiten bist oder schläfst. Als viertes, meine Katze lässt mich vehement nicht schlafen. Wenn deine Katze sich noch nicht an deine Schlafphasen gewöhnt hat oder sich nicht daran gewöhnen will, dann gibt es einige Tipps dazu. Beschäftige dich ausgiebig mit deiner Katze und biete ihr kurz vor dem Zubettgehen Futter an. Durch das Spielen wird deine Katze müde und mit einem gefüllten Magen sind das gute Voraussetzungen für eine Ruhephase. Wenn es sich auch nach Tagen nicht bessert und Hunger als Ursache ausgeschlossen ist, dann solltest du die Schlafzimmertür geschlossen halten und die nächtlichen Störungen so gut es geht ignorieren. Versuche nicht durch lautes Schimpfen dafür zu sorgen, dass deine Katze Ruhe gibt, denn das wird sie in der Annahme bestätigen, dass es Zeit für Aktivität ist. Es liegt in der Natur der Katze, dass sie nicht wie ein Mensch durchschläft. Sollten die nächtlichen Ruhestörungen aus dem Nichts auftreten, dann solltest du mit dem Tierarzt deines Vertrauens sprechen. Dann könnten andere Ursachen als Hunger, Gewöhnung oder Neugier eine Rolle spielen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.